Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Die Jobs folgen und wir sind heute wieder hier am Start mit dem guten Ennis und mit dem guten Patrick. Oder PayZ und Mafuyu, je nachdem. Heidelkraut. Heidelkraut. Ja. Heidelkraut. Wir haben in der letzten Folge ja schon bewiesen, dass wir die Pro-Skillers in puncto Granaten sind. Ja, danke. Einer von uns. Danke. Ja, und wir haben uns jetzt für ein Rennen entschieden und im Titel steht Just Extremely Hard. Und ich glaube, das ist für uns Superprofis natürlich keine. Nein. Keine Hinderung, oder? Packen wir locker. Klar. Kein Problem. Easy going, also. Wie bei Left 4 Dead. Zocken. Wir müssen über Rampen springen. Ja. Geil. Die in den Ocean gehen, mit Motorrädern. In den Ocean gehen die. Über die Ramp, die in den Ocean gehen. Ja. Über die Ramp in the Ocean, Motherfuckers. Klingt wie eine Untersuchung beim Gynäkologen. Oh. So, was nehme ich mir denn? Wenn gelb ist doch eigentlich schon nice, oder? Nein. Das ist geil. Geil. Es gibt übrigens auch schon wieder... Warte. Bist du sicher, dass du diesen Job verlassen möchtest? Nein. Okay. So, auf wen wetten wir denn? Nein, Heideltraut, nein. Hast du das gehört? Nein. Patrick, ey, was ist los mit dir? Dann wette ich auf dich, Tobi. Vielleicht, dafür die er schleimen will. Der Tobi wollte ja nur einen Keks geben. Am besten einen von Balsen. Joke. Boah, Tobi, ich nehme die 100 Euro wieder, die 100 Dollar wieder weg. Das geht so ja, nicht. Nee, das ist nicht so nicht in Ordnung. Das kann gönn ich dir. Akzeptieren. Gönn so, gönn dir. Rennen Oceans Impossible. Ich bin gespannt. Tobi ist gespannt. Und natürlich unser Paysettchen ist auch gespannt. Wie ein Flitzebogen. 3, 2, 1, los. Gib ihn! Ich überlege gerade, ob ich mich erst ein bisschen zurückhalten soll, weil das könnte echt schwer werden. Hi! Ich glaube, es könnte auch schwer werden. Alter! Der mich da gerade so. Alter! Nein! Alter, krass. Oh, oh. Alter! Boah. Boah. Boah, ist aber echt krass. Sag mal, warum ist der Tobi schneller als ich? Weil ich's kann. Guck mal, Patrick, guck mal, Patrick! Nitro-Klitze. Ich glaube, ich hab die falsche Maschine genommen. Nitro-Glycerin. Boah, ist das krass. Nein! Oh, ich hab's doch noch gekriegt, geil. Ja, wo geht's hier weiter? Scheiße, nein, ich bin... Ach, fick. Oh, nee, Alter, nicht ernsthaft. Wir müssen jetzt ernsthaft über die Rampen springen. Ach so. Ach, da unten geht's weiter. Oh, nein! Scheiße. Oh, nein! Falsche Richtung. Falsche Richtung, ja. Das ist ja einfach. Boah, das ist voll schwer, wenn es um die Kurve geht. Gerade geht ja noch, aber um die Kurve ist krass. Nein! Ich hab den ersten Alter, Sprung nicht mal. Das ist krass. Oh Gott. Okay, nochmal. Vielleicht nicht so schnell. Hä, wieso sterbe ich denn? WTF? Boah, Dennis! Spielst du gerne Tennis? Nein! Falsche Richtung, wieso falsche Dennis! Richtung? Dennis! Alter. Ey, nee. Du nicht. Vor allem Kollege. Die Wellen, ne? Die Wellen unserer Zeit. Oh Gott. Nein! Hä? Wieso haben wir nicht um die Kurve? Nein! Boah, ich war so weit! Oh. Aber wie weit geht denn das? Das schafft man doch im Leben nicht. Diese Folge wird übrigens extra large. Nein! Aber du musst ja einmal im Kreis und wieder zurück. Nein! Alter! Oh Mann. Oh. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Hätte ich jetzt eine Facecam? Nein! Doch. Ey, das kannst du gar nicht schaffen. Ja, das steht ja extremely hard. Wenn wir das schaffen, sind wir echt. Haben wir Eier. Können wir auch den Berliner Flughafen bauen. Wenn diese scheiß Steuerung nicht so schwammig wäre. Nein! Wenn jetzt noch ein Drache hinter uns wäre, ne? Nein, Patrick. Nein? Oh, ich hab Dennis ja hinter mir, das reicht. Oh, nein! Oh. Mami will die mehr. Sag mal, da muss aber doch ein Trick geben. Vor allem diese aggressive Musik. Nein! Du darfst über die erste Rampe, darfst du nicht so krass springen.
Weil du wirst dann zur Seite gebissen, da direkt ins Wasser. Nein! Nein! Oh, ich nein! War so weit. Ich war Tobi, du warst im Bild, ich hab nichts gesehen! Oh. Natürlich, natürlich. Ich war bis zur Kurve. Wie soll man denn in das Wasser fallen? Ihr müsst dann übrigens das Tempo rausnehmen, nach den ersten dreien. Okay, nach den ersten dreien. Ey, das gibt's nicht. Weil die sind dann immer näher aneinander. Okay. Muss man darauf achten. Nein, ach Mann! Wenn du einmal schief aufkommst, dann war das. Ey, das gibt's nicht. Sobald du dich einmal bewegst, ne? Ja. Boah. Ist vorbei. Da will ich erstmal einen Keks. Keks. Und bald. Weil du musst Geschwindigkeit beibehalten, damit du die letzte Ampel Tobi, packst. Nein! Nein! Alter, wie krass ist das? Oh, ich muss erstmal hier richtig hinsetzen. Gibt's da nicht Punkte für, wie viel Rampen man schon geschafft hat? Ich war einfach rückwärts. Alter, wie soll das denn gehen? Nach der dritten Rampe wirst du automatisch nach links gedrückt. Mann. Guck mal, das ist eine Möglichkeit, die hier nicht abzukürzen oder so. Ja. Nein! Ja. Boah, alter Finne. Mal vielleicht mit mehr Anschwung, was? Boah, guck mal, wie weit ich bin. Boah, alter, nein! Oh. Vielleicht mit mehr Anschwung einfach. Ich fahr einfach durch den Container jetzt. Mach ich. Boah, alter! Juri. Nein, das... Nein! Ich war so weit. Ihr müsst mehr Anschwung nehmen, dann geht das ganz gut eigentlich. Und wirklich den perfekten Winkel dann erwischen. Und dann kommst du auf jeden Fall bis zur Kurve schon mal. So, ich versuch's nochmal von hier oben. Oh Mann. Es macht aber ein wenig aggressiv. Dennis. Voll die Vorbereitung und sprüht da voll daneben, Alter. Oh, guck mal. Nein. Wie weit ich bin, nein. Oh. Nimm Radio diese aggressive Popmusik, ey. Mach doch aus. Na, Alter, nach der vierten oder dritten Rampe wirst du zur Seite gekickt. Ja, ist auch so, ey. Das ist doch, nee. Schau mal nie. Ist geil. Alles easy. Ich versuche jetzt mal was anderes. Ich versuche jetzt mal auf einer Rampe stehen zu bleiben. Tschüss, Tobi. Ja, das kannst du hinterher machen, aber nicht bei den ersten dreien. Nee. Wow. So. Aua. Nein. Ich fahr mal rückwärts, ne? Auch von wegen. Oh, Alter, du kriegst echt einen Lötkolben. Oh nein! Oh, wenn ich jetzt ins Baden gegangen. Wenn ich jetzt eine Henne hätte, ne, dann. Boah, das arme Vieh. Was? Wenn du was hättest? Nicht? Wow, ich bin da dran! Nein, Dennis! Scheiße, Tobi! Okay. Alter, guck mal, wie weit ich bin! Guck mal, nein! Boah, wie machst du das denn? Ich weiß es nicht. Glück. Ja, die ersten drei musst du überstehen und dann sind die halt näher aneinander. Alter, wieso springen die denn von der Torwart? Mal falsch. Du darfst nicht steuern am Anfang. Oh Mann. Tschüss, Tobi. Ja, geil. Alter. Wer war das denn bitte? Alter, wie geil das aussah. Oh mein Gott, ey. Nein! Boah, nein! Ich steh drauf. Ich bin stehen geblieben. Boah, Tobi, ey. Jemand bitte eine 10-Stunden-Version davon machen. Nein. Man kann da sogar drauf stehen bleiben. Boah, ich steh auf einer Rampe. Nein, wo die glitscht. Alter. Ja, du glitschst ja irgendwann runter. Ey. Nein, ich hab die Kurve fast gekriegt. Du so kriegst die Kurve nie. Weißt du, was ich jetzt mal versuche? Ich versuche jetzt mal die erste Rampe zu nutzen, um an die letzte Rampe dran zu kommen. Fuck. Das war ich jetzt nicht. Ich hab nicht Y gedrückt, weil ihr das denkt. Oder ich versuche einfach hochzufliegen. Warte mal. Funktioniert nicht. Alter, das...
Ich möchte gerne ein Video dazu haben, ob das einer geschafft hat. Ja, bitte, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht es mal. Der Job heißt, wie heißt der nochmal? Oceans Impossible heißt der. Und den findet ihr im Rockstar Social Club. Das ist ja eine Mission. Müsst ihr erst markieren. Vor allem Impossible, weißt du? Ja, Patrick. Wow. Alter, ich komme nicht mehr wow. über die erste. Und tschüss. Ist der Tobi noch da? Das ja, der Tobi ist noch da. Ich habe irgendwie einen Bug. Warum? Der springt immer nach der ersten automatisch ab, ohne dass ich Y... Ich auch. Hatte. Echt? Falsche Richtung, ne? Nee. Oh der mein Gott. Der einfach ab. Was? Nein. Oh, Mutti, wer schaut auf mich? Nein! Ich glaube, das werden wir nicht beenden, das Rennen. Ich glaube auch. Ich wette, am Schluss kriegst du einen Dollar oder sowas. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Du darfst nicht lenken, das ist das Problem. Also ich sponsore für den, der das schafft heute noch, einen Knoppers. Okay. Ich mache dann ein Vlog-Video, wie er es mir dann überreicht. Tobi, du bekommst es dann spätestens auf der Gamescom. Das goldene Knoppers. Also, ja. Woo! Kann man eigentlich zu zweit auf ein Motorrad steigen? Wir können das mal ausprobieren. Oh, Patrick, nice. Tschüss, Patrick. Tobi, ich bin genau hinter dir. Tobi, sag doch nichts. Halt doch's mal. man kann nicht alle absteigen. Oh, Dennis, die Hose zusammen. Hi, Tobi. Nein. Alter, wir sind schon 10 Minuten an dieser Scheiße. Ja, das ist ja voll einfach. Ich setze unser Ziel 15 oder 20 Minuten. Wenn wir es bis dahin nicht schaffen... Ey, das ist... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer schafft, aber... Nee, es gibt bestimmt Leute, also... So ein Curry 2.0? Ja, Curry, der macht das locker. Der hat das blind macht er das. Curry macht das mit Augen zu. Rückwärts. Im Schlaf. Ja. Was ist das denn? Welch? Hä? Das ist auch schon ein bisschen verbuggt, ne? Ja, klar. Nein! Oh, doch. Das ist so ärgerlich, hey. Wenn man so weit ist. Hallo! Oh. Ja, aber ist ja noch keiner durch die Kurve gekommen. Also die Kurve, die ist ja krass einfach. Keine Chance. Kann ja jemand, wenn möchte, auf YouTube bitte eine Version machen, wo wir alle Sprünge zusammen schreiben. Ich bin hinter dir! Nein! Alter, wie weit bist du? Nein! War die Hälfte des Kreises, oder? War gar nicht aggressiv. Ich war so weit. Alter, was? Warum fällt der denn runter? Ey. Aber ich hab's jetzt ein bisschen drauf. Es geht eiserne ein Jungfrau. Ich bin eine eiserne Jungfrau. Jetzt sofort. Dafür kaufe ich mir extra einen Anzug. Flipper! Oh. Alter. Aber die Idee ist cool. Ja, Wahnsinn. Voll geil, die Idee, also muss ich jetzt sagen. Nein. Nur weil ihr das nicht könnt? Nicht wahr. Ich habe jetzt mal versucht, mal nicht den RT-Knopf so durchzudrücken, sondern ein bisschen langsamer. Mal gucken, etwa mit Gefühl? Mit Gefühl? Das geht ein bisschen besser. Alter! Also, was mir von Motoren gibt zu sehen. Aua. Tschüss, Dennis. Oh. Toll, Tobi, toll. Warte mal, ich habe jetzt den Dreh ein bisschen raus, warte mal. Erleuchte uns. Alter, wie bei einem Bild geflogen kommt gerade. Ach komm, du darfst nicht drehen. Hier. Du darfst ab der. Du kriegst ja einfach ab. Das reicht mir. Ja! Nein. Ey, warum springt der ab? Das kann doch nicht sein. Der springt einfach ab. Weißt du, es gibt kein Nitro, ne? Ja, so. Hä? Hast du gesehen? Der springt einfach ab bei mir.
Patrick, du hast mir, dank deiner Hilfe ist mein Motor ein bisschen langsamer geworden. Dadurch konnte ich einen guten Stunt machen. Manchmal geht das einfach nicht. Juhu. Manchmal springt er ab oder bleibt an der ersten Rampe hängen. Alter, das muss doch irgendwie klappen. Ey, wenn die Dinger fest wären irgendwie, ne? Aber diese Wellen, das klappt nicht. Das geht aber nicht. Das glitscht irgendwie alles. Nein! Oh, ich stehe rückwärts. Oh mein Gott. Ey, eben ging's besser. Kann das sein? Ey, das ist nicht wahr, ohne Scheiß. Ich sag nichts mehr. Boah, diese Welle ab ins Wasser. Alter Schwede. Was kriegt man, wenn man das schafft? Ich bin mal gespannt, wie viel Geld man dafür kriegt. Oh, der Xbox-Freak hat's aufgegeben. Ja, wir geben es gleich auch auf. Nein. Okay, wir machen ja einen Livestream am Sonntag. Oh, hör auf, ey. Gibt's doch gar nicht. Oh. Wir lassen den Sascha anfangen. Wir müssen das mit Gefühl machen. Warte mal, ich mach das jetzt nochmal mit Gefühl. Ey, sobald ich das Wasser berühre, bin ich tot. Was ist das? Wasser? Ja. Das gute Gerolsteiner. Jetzt auch in einer 1-Liter-Flasche. Product Placement oder was? Ja, ja. Okay. Hä? Du kannst jetzt auch Werbung machen an dieser Stelle, Tobi. Nee. Ach komm, mach. Wir haben vielleicht eine falsche Herangehensweise an dem Ganzen. Weil wenn du nämlich zu viel Speed machst, wenn du zu viel Geschwindigkeit nutzt, dann fliegst du logischerweise wie der Typ da ins Wasser. Alter, warum fällt der denn immer vom Motor runter? Scheiße. Mann. Boah. Tundra Golf hat ihnen eine Nachricht gesendet. Ich will gar nicht wissen, was da drin steht. PZ, kriegst du den Keks? Oh. Keks. Tschüss, Dennis. Also ich glaube ja so, ich glaube, dass dieser Spielmodus ja schon Amokläufer formt, oder? Ich glaube auch. Ja. Ey, das ist nicht wahr. Warum springt ihr ab? Hast du das gesehen, Tobi? Ja, wie geil der gesprungen ist. Ja, warum? Ich glaube, da mache ich ein I believe I can fly drauf. Schon wieder. Bei mir ist er auch gerade gesprungen. Ja, hab ich. Ja, es glaubt mir ja keiner. Ich glaube, du bist zu langsam einfach. Ich glaube, du bist zu langsam. Oder zu hoch. Nee, ich war ja extrem hoch. Nein! Wow! Ey. Glatscheier. Nein! Huch! Also, wenn ihr empfindsame Nachbarn habt, dann solltet ihr das nicht spielen. Hey. Nein! Nein! Doch, doch! Zu viel. War dieser Maulwurf? Wow, wow, wow! Scheiße. Alter, wie? Ju? Ja, Patrick, fahr mit mir zusammen in einer Person. Immer. Ja, toll, du nach links, rechts, ich nach links. Ich habe übrigens das falsche Motorrad. Ihr habt so eine Crossmaschine. Ey, das ist so gefickt, Alter. Dieser Spielmodus ist gefickt, ganz ehrlich. Die erste Rampe gescheitert. Nee. Gibst du auf? Dennis springt ab. Boah! Jetzt der Tobi ist eine große Stunde. Nein! Lieber lass ich mir freiwillig ein paar Zähne ziehen, als den Scheiß weiterzuspielen, ganz ehrlich. Vor allem, das Geile ist, du musst die erste Rampe mit viel Geschwindigkeit nehmen und ab dann musst du bremsen. Ja, man muss auch rechnen, man muss ja auch ein bisschen Geschwindigkeit beibehalten, weil man muss am Ende nochmal richtig weit springen. Ja. Wie soll denn das gehen? Vor allem, wenn du draußen stehen bleibst, die glitschen so rum, die Dinger. Und wehe, es kommt mir irgendeiner in den Kommentar mit irgendeinem dummen, neumal klugen Spruch. Es geht so. Der wird direkt geblockt.
Du musst auf den Schenk Wind mit einberechnen. Da gehe ich auf schenkscheiß.eu und schenk dem ein Paket. Nein, dann schenkst du ein Date mit Ali Schwarzer. Ich wollte schon Ali Schwarzer sagen. Alice im Blackland. Aber das muss doch zu schaffen sein. So, drei Versuche noch, dann kapituliere. Okay, wir machen bis Minute 20 und dann ist Ende. Kann doch nicht wahr sein. Alter, du glitschst vor allem von den Scheißdingern runter. Ja. Du darfst aber bei den ersten wirklich nicht steuern. Ja, danke. Wer war das? War der Maulwurf. Super. Oh, Dennis. Alter, was war das denn? Ey, ganz ehrlich, das... Nein. Nein. Hm. Alter, ich krieg so viel, ich möchte irgendwas gegen die Wand schmeißen. Der Erfinder dieses Dings hier, ne? Dieses Jobs, der gehört. Den Flappy Bird gemacht. Da werde ich zum Steve Jobs, werde ich hier. Alt und grau. Ja, geh doch noch rüber! Ich schaff die Kurve nicht. Ich krieg die Kurve einfach nicht. Ich will nicht mehr. Ich auch nicht. So, 2 Minuten. Ich hab's geschafft. Was? Wie? Ah, du kannst an der Seite und rechts dann im Container langfahren. Boah, wie pussyhaft ist das denn, Tobi? Ah, ich hab's geschafft. Wo denn? Alter. Ah, wie geil. Wie bist du denn da hingekommen? Nein. Tobi hat das auch gemacht. Ah, wie denn? Sag wie? Wie komme ich da rein? Ah, ich seh's. Komm, für die Mühen würde ich auf jeden Fall mein Geld haben. 6000 gibt's nur mal als erster beendet. Wahnsinn. Alter, Patrick! 6000! Jawoll! Ja. Dritter! Hä, hey, wo bist denn du da reingefahren, Patrick? Da, wo du auch reingefahren bist. Oder wolltest. Ich komm da gar nicht rein. Doch, das geht, muss ein bisschen versuchen. Tundra-Gold. Ja. Ich komm da einfach nicht rein. Die ganze Zeit gegen diesen dreckigen Zaun. Ja, nie beendet. Das war eine neue Folge GTA Jobs mit dem schlimmsten Job aller Zeit, meine Damen und Herren. Bitte, wie viel? $1,140. Ja. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Hat sich doch gelohnt, oder? Gurkenbibel. Wir sehen uns. Tschüss. Ich muss jetzt eine Wand einschlagen. Haut rein. Auf Wiedersehen. Bye, bye.